Das Beinhaus von Verdun. Hier liegen die sterblichen Überreste von 130.000 deutschen und französischen Gefallenen aus einer der furchtbarsten Schlachten des Ersten Weltkriegs. 15 Millionen Opfer soll der Krieg zwischen 1914 und 1918 gefordert haben. Das blutige Gemetzel veränderte Europa für immer. Für die Deutschen wurde dieser Krieg zum Trauma. Vor Gott und der Geschichte ist mein Gewissen rein. Ich habe diesen Krieg nicht gewollt. Der das sagt, wird in diesem Krieg erst seine Macht und dann sein Amt einbüßen. Auf 30 Jahre als Kaiser von Gottes Gnaden folgen 22 Jahre im Exil. Doch Wilhelm II. Verliert mehr. Die Achtung und Liebe seiner Untertanen, denen zu dienen er doch gelobt hatte und deren Sterben ihn so wenig berührte. Der große Krieg des Kaisers beginnt am 1. August 1914. Die Mächte Europas sind zum erbitterten Kampf entschlossen. Es geht um die Vorherrschaft auf dem Kontinent. Gott ist mit uns, verspricht Wilhelm II. Und schwört sein Volk ein auf den Sieg. An das deutsche Volk! Auf! Zu den Waffen! Jedes Schwanken! Jedes Zögern! Der Verrat am Vaterlande. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Mit mir durch dick und dünn, durch Not und Tod. Die Botschaft des Kaisers macht großen Eindruck. Ich entsinne mich, dass er unter anderem sagte, wir Deutschen fürchten Gott. Sonst nichts in der Welt. Na, tosender Beifall. Und das dauerte gar nicht lange. Dann kam es zum Schluss. Und da denke ich ganz noch an den einen Satz. Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutsche. Das Kaiserpaar beim Kirchgang. Wilhelm II. Ist zutiefst deprimiert. Auch sein geliebtes England zieht gegen ihn in den Krieg. Erschrocken und verstört sei er, berichten Vertraute. Die Kaiserin beruhigt. Nimm dir nicht alles so zu Herzen. Du stehst so klar und gerecht vor der Welt. Auch Wilhelms engster Verbündeter ist besorgt. Kaiser Franz Josef von Österreich ist für einen Krieg auf dem Balkan gerüstet, nicht jedoch für einen großen Konflikt in ganz Europa. Die lange Friedenszeit habe die Erinnerung an die Schrecken des Krieges ausgelöscht, meint der alte Kaiser. Er ahnt, dass dieser Waffengang anders sein wird als alle vorigen. In Deutschland stürmen Freiwillige die Kasernen. Untauglichkeit gilt als Schande. Bis Weihnachten sind wir wieder zu Hause, glauben die meisten. Auch Wilhelm II. Verlässt die Hauptstadt. Der oberste Kriegsherr will bei seinen Truppen sein. Der Kaiser an der Spitze seiner Soldaten. Ein Wunschbild. Man war hingerissen von der Idee, für Gott, Vaterland und Herrscher, wenn man so will, in den Krieg zu ziehen. Das war eine Selbstverständlichkeit. Das war gar keine besondere Emotion. Es war ein Krieg, dem man selbstverständlich folgte, wie ein gutes Pferd dem entsprechenden Druck. In 42 Tagen nach Paris, so lautet der ehrgeizige Plan der Generäle. Das neutrale Belgien wird überrannt. Der Bruch des Völkerrechts ist kalkuliert. Die deutschen Soldaten ziehen in den Krieg im Bewusstsein nationaler Selbstverteidigung. Es wurde ihnen ja nicht zugejubelt, den Soldaten, weil sie einem Angriffsheer angehörten. Es war von Anfang an eine große Lüge, mit der Deutschland in diesen Krieg gegangen ist. Da galten in der ganzen Welt die Deutschen, die bisher das Kulturvolk ja waren,
auch in der Meinung der Intellektuellen im Ausland, vom ersten Tag des Krieges an als die Barbaren und die Hunnen, als diese sich tatsächlich in Belgien benommen haben. Die alliierte Propaganda verzerrt die Tatsachen ins Groteske. Doch im Kern sind die Anschuldigungen wahr. Die Deutschen ermorden bei Vergeltungsaktionen etwa 4000 belgische Zivilisten, brennen über 10.000 Häuser nieder. Das vom Kaiser einst beschworene Bild des Hunnen wird jetzt sogar in Hollywood-Filmen zum Stereotyp für preußische Offiziere. Wilhelm II. Hält sich mit seinem Hofstaat in Koblenz auf, im großen Hauptquartier, weit hinter der Front. Dort geht er seinen Heerführern auf die Nerven. Seine Majestät verteilt Orden an verdiente Soldaten. Militärische Fähigkeiten zeigt der Kaiser nicht. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als die Entscheidungen des Generalstabs zu billigen. Wenn man als Staatsoberhaupt und als oberster Kriegsherr in so einen Konflikt geht und sich dann in dieser Form beiseite schieben lässt, dass man also praktisch gar keinen Einfluss mehr auf den Gang der Dinge hat, dann kann man sich nicht hinterher hinstellen und sagen, also ich habe das alles nicht gewollt. Während sich Deutschland auf den Krieg im Westen konzentriert, haben die russischen Generäle in St. Petersburg Offensivpläne. Zar Nikolaus will Frankreich entlasten und marschiert in Ostpreußen ein. Doch dem Autokraten im Winterpalais ergeht es nicht besser als seinem kaiserlichen Verwandten. Auch Nikolaus hat seine Macht an die Militärs abgegeben. The Kaiser and the Tsar. In fact, everybody in Europe. Der Kaiser und der Zar, alle in Europa glaubten an einen kurzen Krieg. Mörderisch vielleicht, aber kurz. Der Zar macht das Gleiche wie der Kaiser. Die Generäle tragen vor, zeigen auf Lagekarten, wo sie angreifen werden und was sie planen. Der Zar entscheidet ebenso wenig wie der Kaiser. Beide spielten in militärischen Fragen keine Rolle. Um die Verteidigung Ostpreußens zu organisieren, holen die Deutschen den 66 Jahre alten Paul von Hindenburg aus dem Ruhestand. Ihm zur Seite Erich Ludendorff, ein Technokrat mit beachtlichem Organisationstalent. Nachgestellt für die Kamera eines amerikanischen Kriegsreporters. Der Ansturm deutscher Truppen gegen das Heer des Zaren. Ende August 1914 haben die Deutschen die Russen bei Tannenberg vernichtend geschlagen, dank größerer Mobilität und besserer Waffen. ...50.000 russische Soldaten fallen. Hindenburgs 8. Armee wird in den folgenden Monaten von Sieg zu Sieg eilen. Den entscheidenden Durchbruch schafft sie nicht. Der Kaiser zu Besuch bei der Truppe. Er verhört einen russischen Gefangenen. Der Herrscher demonstriert Überlegenheit. Er erklärt diesen Krieg für den Krieg Gottes gegen Satan, der uns Gottes Frieden bringen wird, den deutschen Frieden, den christlichen Frieden und so weiter. Er ist manchmal blutrünstig, man kann es nicht anders sagen, zum Beispiel im September 1914 nach der berühmten Schlacht von Tannenberg, wo die Deutschen auf einmal 90.000 russische Kriegsgefangene haben, entsteht die Diskussion am Hauptquartier, was machen wir denn mit den Kriegsgefangenen? Der Kaiser sagt, wir sollten sie auf die kurische Nährung treiben und dort verhungern und verdursten lassen. Majestät, das wäre Völkermord, klärt der Kriegsminister den Kaiser auf. Diese Gefühlskälte, glauben Vertraute, sei eine Folge der extremen Launenhaftigkeit Wilhelms. Sogar der Kronprinz hält den Vater für nicht zurechnungsfähig. Man behauptet ja, Genialität und Verrücktheit liegen oft dicht beieinander. Ich habe Momente gehabt, wo ich den eigenartigen Ausdruck seiner Augen sehend an seinem gesunden Verstande gezweifelt habe. Der kühne Plan der Deutschen im Westen ist gescheitert. Einen anderen haben des Kaisers Generäle nicht. Die Soldaten verschanzen sich in Schützengräben. Von nun an herrscht Stellungskrieg, ohne Aussicht auf Erfolg.
Mitte November 1914 verlangt Generalstabschef von Falkenhayn Friedensverhandlungen. Wenn wir diesen Krieg nicht verlieren, haben wir ihn gewonnen. Doch Kaiser und Regierung lehnen ab. Im Trommelfeuer sterben auf beiden Seiten Hunderttausende. Die Toten liegen übereinander in den Gräben, vermodern zwischen den Linien. Die Überlebenden müssen in diesem Chaos weitermachen, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Vor allem steht die Pflichtaufgabe. Du hast hier auszuhalten, egal was passiert. Aber wenn sie ganz allein da vorne stehen, als Vorderste in der ganzen Front, und sie wissen, die Kerle können jeden Augenblick rüberkommen, und jeder Schatten kann etwas bedeuten, der kleinste Geräusch kann schon ihren Tod bedeuten. Beide Seiten bringen Massen an die Front, an Menschen und Material. Der erste moderne Krieg verschlingt ungeheure Ressourcen. Der technische Fortschritt wird dem Gemetzel erbarmungslos dienstbar gemacht. Deutsche Wissenschaftler haben Chlorgas entwickelt. Schon beim ersten Einsatz kommen 3000 kanadische Soldaten ums Leben. Franzosen und Briten ziehen nach. Ein deutscher Soldat schreibt verzweifelt in die Heimat: Ich fürchte, meinen Glauben an die Menschen zu verlieren, an mich selbst, an das Gute in der Welt. Vor allem war die Hoffnung immer so groß, dass es besser wird, weil ja die Zeitungen und alle Reden und der Kaiser Wilhelm, jeder hat gesagt, na, also in 2 Monaten haben wir den Sieg und dann wieder in 2 Monaten und nächstes Frühjahr ganz bestimmt. Und so hat man diese armen Leute vertröstet, damit die durchhalten. Kaiserpaar und Kronprinz im besetzten Teil Frankreichs. Mal ist Wilhelm großspurig, er sei stahlhart, alle müssten vor ihm auf die Knie. Dann wieder jammert er, der Krieg werde wohl nie zu Ende gehen. Wenn man sich in Deutschland einbildet, dass ich das Heer führe, so irrt man sich sehr. Ich trinke Tee und säge Holz und gehe spazieren. Er hatte Depressionen, er war auch körperlich krank. Er überreagierte auf Nachrichten, also kommt eine Depesche an mit einem Sieg irgendwo, dann meint er gleich, ja, der Krieg ist jetzt praktisch gewonnen, wir wollen Champagner trinken. Seine eigenen Leute schützen ihn vor schlechten Nachrichten, weil er weiß, das verkraftet er nicht. Doch ganz so machtlos, wie es scheint, ist der Kaiser nicht. Viele Entscheidungen von größter Wichtigkeit trifft er immer noch selbst. Seine Admiräle verlangen den Einsatz der Flotte gegen die englische Blockade. 2 Jahre lang verweigert Wilhelm ihnen hartnäckig seine Zustimmung. Erst 1916 kommt es zu einer einzigen Seeschlacht im Skagerrak. Danach werden sich die feindlichen Flotten nicht mehr begegnen. Seit der Versenkung des britischen Luxusdampfers Lusitania im Juni 1915 warnen die neutralen USA vor dem uneingeschränkten Einsatz deutscher U-Boote. Die Marine will ohne Rücksicht zuschlagen, denn auch Passagierschiffe würden regelmäßig Waffen und Munition transportieren. Diesmal wehrt sich Wilhelm mit Moral. Frauen und Kinder zu torpedieren ist eine Barbarei ohnegleichen, womit wir den Hass und die giftige Wut der ganzen Welt gegen uns aufbringen. Aber auch in diesem Fall wird der Herrscher den Forderungen der Militärs nachgeben. Nicht aus den Idealen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern aus den Idealen Friedrichs des Großen, Pflichttreue, Ordnung und Gerechtigkeit, ist Preußen und Deutschland die Kraft erwachsen, in diesem Kriege einer ganzen Welt von Feinden siegreich die Stirn zu bieten. Wie unser Volk ist, so bleibe es. Treu, wahr, gottfürchtig, friedliebend und friedfürchtig. Nur so wird es, wenn nicht geliebt, und auch respektvoll geachtet unter den Völkern der Erde seinen Platz an der Sonne behaupten.
Kaiser und Kronprinz schwören ihre Soldaten wieder und wieder ein auf den Sieg. Auch wenn der längst in weite Ferne gerückt ist. Auf diesem Platz an der Sonne geht das blutige Schlachten weiter. Die Killing Fields an der Somme. Hier beginnen die Briten am 1. Juli 1916 eine Großoffensive. Um kurz vor 7:30 beginnt der Angriff. Mit dabei ist der Kameramann Geoffrey Malins. Im Auftrag des britischen War Office filmt er die Schlacht. So entstehen die ersten realistischen Szenen vom Sterben im Krieg fürs noch junge Kino. Die Schlacht an der Somme wird zum größten Desaster der britischen Militärgeschichte. 20.000 Männer fallen allein am ersten Tag. Insgesamt sterben über 400.000 britische Soldaten. Die Narben der Schlacht sind noch heute sichtbar. Monatelang tobt hier der Kampf von Schützengraben zu Schützengraben, Mann gegen Mann, um ein paar hundert Meter Gelände. Auch deutsche Propagandakameras sind im Einsatz. Bei unseren Helden an der Somme heißt das Werk. Auch die Deutschen erleiden schwere Verluste. Von über einer 500.000 Toten ist die Rede. Auf den Schlachtfeldern ändert sich nichts am Status quo. Die Seelen der Soldaten aber sind verwandelt, für immer. Von da ab war der Krieg etwas Entsetzliches. Und die Menschen, die aus dem Kriege kamen, zum Beispiel im Urlaub, waren nicht die gefeierten, siegreichen Helden, die hinter der Front ihre dicken Butterbrote verspeisten. Das waren arme Teufel, die jeden Tag dem Tod ins Auge sehen mussten. Ohne Dank und ohne die unerhörte geistige Begeisterung, die sie bei Beginn des Krieges gehabt hatten. Im Anblick dieser Opfer konnte man nicht mehr begeistert sein, nur noch gehorsam. Die Lazarette an der Front und in der Heimat sind überfüllt. Sterbende gehören zum Alltag. Sie nennt man Kriegsneurotiker. Soldaten ohne sichtbare Wunden und doch schwer gezeichnet. Nach über 2 Jahren ist der Krieg mehr und mehr zur Belastung für alle Deutschen geworden. Jetzt wird der Ruf nach dem Helden von Tannenberg immer lauter. In der Bevölkerung erfreut er sich größter Popularität. Generalfeldmarschall von Hindenburg soll die geschundene Nation retten. Doch der Kaiser sträubt sich. Er allein bestimmt schließlich, wer Oberbefehlshaber wird. Und die Ernennung Hindenburgs, wissen seine Vertrauten, ist dem Monarchen eine schreckliche Vorstellung, die ihm die Laune auf Tage hinaus verderben kann. Ende August 1916 gibt er schließlich dem Drängen nach. Mit Hindenburg übernimmt auch General Erich Ludendorff die Macht. Er hat sie als Bedrohung empfunden, als sozusagen Ersatzkaiser, die neben ihm regieren wollten. Aber es gibt eine Äußerung von ihm, wo er zu seinem Adjutanten sagt, ach, Sie ahnen nicht, welche Erleichterung es für mich ist, die Macht jetzt abzugeben an den Hindenburg. Ob das nun auch wieder nur so ein Momentangefühl war oder eine echte Erleichterung, das weiß man nicht. Wilhelm II. Verachtet Ludendorff als einen zweifelhaften, von persönlichem Ehrgeiz zerfressenen Charakter. Der werde den Krieg bis zur völligen Erschöpfung des deutschen Volkes führen, glaubt der Kaiser. Und dann müsse die Monarchie den Schaden tragen. Schon längst hungern die Untertanen seiner Majestät, denn die britische Blockade zeigt Wirkung. An der Heimatfront tobt der Kampf ums tägliche Brot. Etwa 700.000 Menschen, vor allem Alte und Kinder, werden bis Kriegsende an Unterernährung sterben. Wenn man sich so die Menschen vor Augen führt, es sind wirklich Gestalten nur noch von Haut und Knochen.
mit diesen depressiven Augen, die einfach keinen Ausweg mehr sehen. Diese Frauen, die ihre Kinder nicht mehr ernähren können. Dieses Elend haben sie ihren Männern an der Front oft gar nicht so geschildert, um die auch nicht noch mehr zu belasten. Andererseits waren die Männer an der Front auch wieder rücksichtsvoll gegenüber den Frauen zu Hause. Und jeder hat gedacht, ach, die anderen haben es besser. In der Hauptstadt lässt sich der Kaiser nur selten blicken. Er geht lieber auf die Jagd. Höflinge erinnern ihn an seine Pflichten gegenüber dem leidenden Volk. Solchen Kritikern entgegnet Wilhelm: Ich bin im Hauptquartier doch nur der Adjutant von Hindenburg. 1917 ist der Ruf nach Frieden in der Heimat nicht mehr zu überhören. Der sozialdemokratische Abgeordnete Philipp Scheidemann verlangt im Reichstag das Ende des sinnlosen Gemetzels. Für die Verteidigung unseres Landes, für die Verteidigung von Heim und Heer, wird und muss das Volk eintreten. Von der Führung des Krieges für irgendwelche Vergewaltigungsziele will unser Volk nichts wissen. Dem werden wir Sozialdemokraten, darüber täuschen Sie sich nicht, uns auf den entschiedensten widersetzen. Auch Deutschlands treuer Bündnispartner Österreich verlangt nach Frieden. Denn die Donaumonarchie droht zu zerbrechen. Am 21. November 1916 ist der alte Kaiser Franz Josef hochbetagt gestorben. Das prunkvolle Begräbnis führt die Herrscher der Mittelmächte noch einmal zusammen. Kaisertreffen mit dem Nachfolger. Der politisch unerfahrene Karl I. streckt Friedensfühler aus nach Frankreich. Auch Wilhelm hegt heimlich Hoffnungen auf ein Ende des Krieges. Doch die Hardliner auf beiden Seiten setzen sich durch. Es war meinem Vater klar, wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Er hat es ja miterlebt, er war ja draußen. Eben, was die anderen nicht getan haben. Er hat die vielen Toten gesehen, diese Schauerlichkeiten, die an der Front waren. Und daher hat er verstanden, dass man einfach auf die Dauer nicht verantworten kann. Aber wie Sie, der Vorteil eines Angreifers ist immer die, um einen Krieg zu machen, braucht man einen. Um einen Frieden zu haben, braucht man zwei. Und wenn man keine Partner findet, ist man natürlich in einer äußerst schwierigen Situation. Wilhelm II. Verlangt jetzt auch von den deutschen Bundesfürsten Härte. Der Krieg sei ein Kampf der Weltanschauungen, beharrt er. Ein Kreuzzug des germanisch-deutschen christlich-ritterlichen Geistes gegen angelsächsische Geldmacht und Landgier. Doch eine ganz andere, neue Weltanschauung wird zur großen Gefahr für die Throne Europas. Die Revolution in Russland zwingt den Zaren zur Abdankung. Die Demokratie währt kurz. Die Bolschewisten übernehmen die Macht. Ironie der Geschichte? Ihr Anführer Lenin ist mit deutscher Hilfe aus dem Exil nach Russland gereist. When everything is falling, wenn die Dinge ins Rutschen geraten und das Spiel vorüber ist, kommt alles sehr schnell. Schnell und abrupt. So ist das in der Geschichte immer gewesen. Man kann nicht gegen eine Situation ankämpfen, die sich lange entwickelt hat und deren Bedeutung falsch eingeschätzt wurde. Wenn die Erkenntnis kommt, dann ist es zu spät. Hätten wir erst Frieden mit Russland, so könnten wir mit den freigemachten Truppen nach Westen hinziehen gegen die Engländer und gleichzeitig, auf Amerika pfeifend, rücksichtslos mit den U-Booten vorgehen. Dieser Wunsch Wilhelms geht jetzt in Erfüllung. Denn das bolschewistische Russland erhört die Forderung seiner Soldaten nach Frieden. Ein Frieden, der teuer erkauft wird. Mit schmachvollen Zugeständnissen an die Deutschen. Die oberste Heeresleitung hat ihr neues Hauptquartier in Spa aufgeschlagen, einem Kurort jenseits der belgischen Grenze. Im Hotel Britannique brüten Hindenburg und seine Strategen über dem entscheidenden Schlag im Westen. Hinter gepanzerten Stahltüren verborgen liegen die geheimen Pläne. Codename Unternehmen Michael.
Die Engländer, so Ludendorffs Idee, sollen mit Trommelfeuer und Giftgas von den Franzosen getrennt ans Meer gedrängt und dann ausgeschaltet werden. 3,5 Millionen deutsche Soldaten stehen etwa gleich vielen Alliierten gegenüber. Wilhelm II. Ist nur noch ein Statist. Er darf Paraden abnehmen und Orden verteilen. Seine Meinung aber ist nicht mehr gefragt. Mit einem gewaltigen Schlag der Artillerie beginnt am 21. März 1918 die Offensive. Die erste Woche verläuft erfolgreich. 45.000 Gefangene werden gemacht. Der Kaiser gibt den Kindern im Reich für Siegesfeiern schulfrei. Doch Amerikas Eintritt in den Krieg bringt die Wende im blutigen Völkerringen. Ende März treffen die ersten Soldaten in Europa ein. Eine 250.000 kommen pro Monat. Mit modernstem Gerät ausgerüstet, bringen die Alliierten den Deutschen furchtbare Verluste bei. 230.000 Soldaten sterben allein in den ersten 2 Wochen. Im Hauptquartier faselt der Kaiser trotzdem noch wochenlang vom Sieg, fantasiert von ungeheuren Verlusten des Feindes. Erst Anfang September 1918 erkennt auch Wilhelm plötzlich, dass der Krieg endgültig verloren ist. Nachdem die Offensive gescheitert war, lief parallel von den Westmächten die Aufforderung zur Kapitulation. Bedingung für die Kapitulation war Rückzug der deutschen Truppen an die deutsche Grenze und Abdankung des Kaisers. Mit diesen Forderungen war man konfrontiert und es ist natürlich verständlich, dass hier die Meinungen sehr stark auseinandergingen, wie man darauf reagieren musste. Die oberste Heeresleitung, die die beste Kenntnisse hatte, forderte den Waffenstillstand. Der Kaiser sagte, ich kann nicht abdanken, das kommt für mich nicht in Frage. Angesichts der prekären militärischen Lage erleidet General Ludendorff einen Nervenzusammenbruch und verlangt Friedensverhandlungen. Und auch die Nachrichten aus dem Reich sind wenig erbaulich für den Kaiser. Die Arbeiter drohen mit Streiks. Wilhelm reist zu einem Besuch der Krupp-Werke nach Essen. Seine Rede wird äußerst kühl aufgenommen. Jeder von uns bekommt von oben seine Aufgabe zugeteilt. Du an deinem Hammer, du an deiner Drehbank und ich auf meinem Thron. Mit Rührung hätten die Arbeiter reagiert, glaubt der Monarch. An der Heimatfront gab es schon andere Ideen bei den Arbeitern in den Rüstungsfabriken. Die Arbeiter lehnen sich auf gegen die Großen. Wir wollen keinen Krieg mehr. Wozu brauchen wir einen Kaiser? Wozu brauchen wir Generäle? Wir wollen Demokratie, wir wollen andere Leute an der Regierung. Wir sind eine Macht, das sehen wir an Russland, denn der Zar in Russland ist gestürzt. Das war ja diese Zeitbombe, die tickte. Sie hatten ja schon das Beispiel. Konstanz, Anfang Oktober 1918. Die Heimat begrüßt deutsche Kriegsgefangene, die ausgetauscht wurden. Mit dabei der Großherzog von Baden und sein Vetter, Prinz Max, hier rechts im Bild, der soeben zum Reichskanzler ernannt worden ist. Für seine ausgleichende Haltung zwischen Tradition und Reform bekannt, soll er Waffenstillstandsverhandlungen aufnehmen mit dem Feind und das Reich in eine parlamentarische Monarchie verwandeln. Als Ludendorff die Friedensgespräche abbrechen will, zwingt man ihn zum Rücktritt. Und plötzlich steht auch der Kaiser selbst zur Disposition. Im Auftrag des Kanzlers erscheint am 1. November Innenminister Drews in der Kaiservilla in Spa und verlangt die Abdankung. Wilhelm will alle aufhängen lassen, die Verrat üben. Da wollen wir doch mal sehen, ob die Masse nicht doch zu Kaiser und Reich hält. Doch das Drama nimmt seinen Lauf. Der Kaiser hätte an die Front gehen können, in der Hoffnung, dort zu fallen. Das war eigentlich den meisten Beratern viel zu riskant. Der Kaiser sagte, ich stelle mich an die Spitze treuer Regimenter
und mache Ordnung in der Heimat. Hindenburg war für die Abdankung. An demselben Tag kam der Kronprinz und sagte zu seinem Vater, du kannst nicht abdanken. Dann kam einer und sagte, sie können als deutscher Kaiser abdanken, aber bleiben König von Preußen. Und so gab es eine ganze Reihe unterschiedlicher Vorschläge, was alles natürlich nicht half, dem Kaiser zu einem Entschluss zu kommen. Und deshalb hat das wohl auch so lange gedauert. In der Heimat werden Fakten geschaffen. In Berlin überschlagen sich die Ereignisse. In Spa wütet der Kaiser. Ich denke gar nicht daran, den Thron zu verlassen. Wegen ein paar hundert Juden, den paar tausend Arbeitern. Wer soll denn bloß um alles in der Welt an meine Stelle treten? Etwa der famose Prinz von Baden? Am 9. November verkündet der ohne Rücksprache die Abdankung des Kaisers. Philipp Scheidemann proklamiert die Republik. Arbeiter und Soldaten, furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Wilhelm hat sein Schloss in Spa noch gar nicht verlassen. Soll er kämpfen, nach 30 Jahren auf dem Thron, oder doch in die Schweiz oder nach Holland fliehen? Er resigniert. Das Beste wird schon sein, ich schieße mich tot. Ich glaube, er hat die Situation falsch eingeschätzt, dass sowas überhaupt möglich ist, dass niemand mehr hinter ihm steht, dass vor allen Dingen die Heeresführung nicht mehr hinter ihm steht, dass seine Soldaten nicht mehr hinter ihm standen. Das empfand er natürlich als außerordentlich deprimierend und konnte das natürlich auch gar nicht fassen. Für ihn war das sicherlich unehrenhaft. Also ich glaube schon, dass das für ihn ein schwerer Schlag war, weil er das nicht erwartet hatte. Man hat ja mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt. Und dann hat er sich wahrscheinlich dann sagen müssen, also bevor ich das Risiko eingehe, da einen Bürgerkrieg heraufzubeschwören, gehe ich lieber ins Exil. Der Morgen des 10. November 1918. Weil die Bahnstrecke zu unsicher ist, erreicht Wilhelm II. Im Autokonvoi den holländischen Grenzbahnhof Eysten, um seinen Hofzug zu besteigen. Ein Amateurfilmer band die historische Szene auf Zelluloid. Alles war total überrascht, dass der deutsche Kaiser an der Grenze stand. Und dann musste erst die gesamte holländische Aufnahmemaschinerie in Bewegung gesetzt werden. Der Kaiser scheint in diesen Stunden relativ ruhig gewesen zu sein. Er ist oft auf dem Bahnsteig in Eysten auf und ab gegangen. Er hat sich manchmal in seinen Eisenbahnwaggon gesetzt, Zigaretten geraucht, ohne viel über die ganze Problematik zu reden. Das hat etwa einen Tag gedauert, bis die holländische Regierung dann erklärt hat, sie nimmt den Kaiser auf. Passanten rufen spöttisch, Kamerad kaputt, und drohen mit den Fäusten. Dann setzt sich der Zug in Bewegung. Es ist das Ende für eine mehrhundertjährige hohenzollernische Geschichte. Also das ist schon eine Katastrophe, die man sich größer gar nicht denken kann. Und die geht Hand in Hand natürlich mit dem Bewusstsein, dass das schöne Deutschland, was man geerbt hat 30 Jahre zuvor, nun kaputt ist. Dass der Feind, der zum Teil im Osten bolschewistisch nun ist, ja, in Deutschland eindringen könnte. Das alles ist kaputt, alles ist fertig. Das ist schon mehr, als ein Mensch verkraften kann. Die geschlagene Armee kehrt heim. Die Überlebenden werden die Last tragen, die die Sieger Deutschland aufbürden. Der Friedensvertrag von Versailles drückt das Land für Jahre zu Boden. Ihrem Herrscher weinen die Soldaten keine Träne nach. Alle haben natürlich gesagt, na also Gott sei Dank, der hat uns nur noch reingerissen und jetzt wird einmal verlässt er uns. Aber die Leute waren eigentlich mehr oder weniger waren sie dankbar, dass nun endlich Frieden war und dass der Kaiser nicht mehr als Regierung in Frage kam, das war allen klar. 30 Jahre habe ich nun diese wahnsinnige Verantwortung auf mir.
30 Jahre habe ich meine ganze Kraft fürs Vaterland eingesetzt. Dies ist nun der Erfolg. Dies der Dank. Alle haben mich im Stich gelassen, für die ich so viel getan. Auch im Exil findet Wilhelm keine Ruhe. Er kauft ein Schlösschen in Dorn, schottet sich ab vor der Außenwelt. Die Sieger verlangen seine Auslieferung. Sie wollen ihn als Kriegsverbrecher vor Gericht stellen. Die holländische Regierung lehnt die Auslieferung ab. Dann beginnt die lange Zeit des Wartens. Immer an des Kaisers Seite Adjutant Sigurd von Ilsemann. In der Zeit in Dorn, besonders in den ersten 10 Jahren, hat der Kaiser sich sehr viele Gedanken gemacht. Wie geht das weiter? Wie komme ich wieder auf den Thron? Mein Vater hat diese gesamte Frage immer sehr nüchtern gesehen und hat auch zu Herren, die dem Kaiser das nahelegten, immer gesagt, das ist ausgeschlossen, dass der Kaiser noch mal auf den Thron nach Deutschland kam. Er sah das völlig nüchtern. Wilhelm sieht das anders. In Briefen an Weggefährten wütet er verbittert. Ich arbeite, rüste mich, sinne auf Rache. Der Verrat des vom Judengesindel getäuschten, belogenen Volkes gegen Herrscherhaus und Heer wird schwer gestraft. Es gibt eine Postkarte, die er geschickt hat an den Generalmarschall von Mackensen, wonach die Juden ein Schmarotzer und ein Giftpilz an der deutschen Eiche seien und kein deutscher Rouillet, ehe nicht dieser Giftpilz vor dieser Schmarotzer vom deutschen Boden vertilgt und ausgerottet sind. Wilhelm II. Hat auch in schlimmen Äußerungen von den Verrätern gesprochen, die ihn in den Rücken gestoßen waren. Auch Hindenburg vor allem, der Verräter von Spahr. Den Aufstieg des populären Heerführers zum Präsidenten der verhassten Weimarer Republik wird der Kaiser nicht verwinden. Wilhelm hofft auf die Reichswehr. Doch die weist Umsturzgerüchte demonstrativ von sich. Den nationalsozialistischen Putschversuch von General Ludendorff und dem noch unbekannten Adolf Hitler kommentiert Wilhelm 1923 lakonisch. Die Ereignisse zeigen aufs Neue, dass eben nicht eher Ruhe und Ordnung kommt, bis sie wieder ihren Kaiser in Deutschland haben. Deutschland ist frei. Es rufe. Er kommt. Bei den allabendlichen Diners in Dorn kreist die Konversation immer um das eine Thema. Wie bringen wir den Kaiser wieder zurück auf seinen Thron? Der hat dann vielleicht hin und wieder geglaubt, naja, also vielleicht wäre mit den Nazis da was zu machen. Seine zweite Frau, die Kaiserin Hermine, die hat ja nun ganz erheblich dafür gesorgt, dass also der Kaiser in dieser Hoffnung bestärkt wurde. Sie hat es ja fertiggebracht, zweimal Hermann Göring da nach Dorn zu bringen. Und reiste ja auch dauernd in Deutschland umher und diente sich den Nazis sozusagen an. Menschlich ist das auch irgendwie zu verstehen, dass er sich da an irgendwelche Dinge klammerte, von denen er nachher dann aber einsehen musste, dass das also völlig illusorisch war. Wilhelms spätes Glück, Hermine von Schöneich-Carolath. 1,5 Jahre nach dem Tod von Kaiserin Auguste Victoria hatte er 1922 die verwitwete Prinzessin geheiratet. In Dorn widmet sich Wilhelm seinem liebsten Hobby, dem Holzfällen. Englische Journalisten bitten hartnäckig um Interviews. Ab und zu äußert der Kaiser sich. Die Presse, Juden und Mücken sind eine Pest, von der sich die Menschheit so oder so befreien muss. Ich glaube, das Beste wäre Gas. I absolutely believe in the future of my country. A nation that fought during 4.5 years against the whole world, and if America hadn't come in, would have beaten the Allies, will always in the end come out top. Der Tag von Potsdam, Ende März 1933. Die Versöhnung der Nazis mit der Tradition Preußens. Wilhelm hält nicht viel von dieser Inszenierung. Seine Rückkehr aber müsse gerade jetzt energisch betrieben werden.
Manchmal ist er für die Hitlerbewegung, weil er wirklich glaubt, man könnte so eine Art Pakt mit Hitler machen. Er würde ihn schon vielleicht ganz gerne als Staatsoberhaupt zurückbringen. Hitler sagt, ganz gekonnt eigentlich, so ungefähr. Also das würde sich schon überlegen, aber vorher, das müsste man verstehen, müsste er ja noch ein paar andere Sachen erledigen. Er müsste also erstmal die Demokratie entfernen aus Deutschland, dann den Bolschewismus besiegen und dann die Judenfrage lösen. Und dann eventuell danach könnte man darüber sprechen. In Wirklichkeit glaubt Wilhelm, die Nazis seien Lügner und Fanatiker, denen man niemals trauen dürfe. 1938 fühlt er sich bestätigt, als er Berichte von brutalen Übergriffen auf jüdische Geschäfte und Synagogen hört. Es ist ja eine Schande, was da jetzt zu Hause vor sich geht. Alle anständigen Deutschen sahen das Morden und Brennen und haben keinen Finger gerührt. Doch dann gelingt Hitler binnen weniger Monate, was dem Kaiser 1914 versagt blieb. Nach dem Fall von Paris schickt Seine Majestät 1940 sogar ein Glückwunschtelegramm. Welch eine Wendung durch Gottes Fügung. Über Kritiker, die Wilhelms Unterstützung für Hitler in Zweifel ziehen, ereifert sich Ehefrau Hermine. Den Kaiser im Gegensatz zur deutschen Regierung bringen zu wollen, ist eine Infamie. Man sollte ihn hören, wie er über all das Große, was der Führer geschaffen hat, spricht. Und wie er alles anerkennt und sich darüber freut. 22 Jahre lebt der letzte Kaiser nun schon in Doorn. Im holländischen Exil, lebendig begraben. Vergessen von seinem Volk. Herrliche Zeiten hatte er einst prophezeit. Der Glanz der Epoche, die nach ihm benannt wurde, ist ferne Vergangenheit. Wilhelm ist jetzt 82 Jahre alt und völlig verbittert. SS-Wachen haben sein Schloss umstellt. Besucher brauchen eine Sondergenehmigung. Es gibt ja den herrlichen Ausspruch von dem König Edward VII. Von England. Der hat ja über Wilhelm II. Gesagt, he was the most brilliant failure in history. Also die brillanteste Fehlbesetzung der Geschichte. Nicht? Wilhelm II. Hat sicherlich das Beste versucht, aber ist gescheitert. Er ist eine tragische Figur und mit tragischen, also katastrophalen Konsequenzen. Nicht? Das muss man leider wohl so sehen. Am Vormittag des 4. Juni 1941 stirbt Wilhelm II., 30 Jahre lang deutscher Kaiser und König von Preußen. Ich versinke, sind seine letzten Worte. 5 Tage darauf findet in Doorn die feierliche Beisetzung statt. Die Wehrmacht stellt ein Ehrenbataillon. Hitler schickt seinen Statthalter in den Niederlanden und einen Kranz. Seinen Grabspruch hatte Wilhelm noch selbst ausgewählt. Lobet mich nicht, denn ich bedarf keines Lobes. Rühmet mich nicht, denn ich bedarf keines Ruhms. Richtet mich nicht, denn ich werde gerichtet werden.